hier sehen wir unsere Freilandkultur. Die wird jetzt neu gepflanzt. Da es sich um eine Terminkultur handelt, können wir genau den Erntezeitraum bestimmen. Genau ist natürlich, je nach Witterung und alles, man rechnet zwischen 8 und 10 Wochen, bis wir hier im Prinzip pflücken können. Und welche Erdbeersorte ist das? Wir pflanzen hier jetzt die Standardsorte hier in unserem Raum, die sogenannte El Santa. Es handelt sich jetzt hier um zugekaufte Pflanzen aus Holland. Wie viele Pflanzen haben Sie hier? Wir sind jetzt hier mit einer Pflanzstärke von rund 45.000 Pflanzen je Hektar. Diese Pflanzen sind sehr starke Frigopflanzen. Deswegen sind wir jetzt auch etwas runtergegangen, sodass wir nur 4,5 Pflanzen auf Meter haben. In anderen Anlagen gehen wir auch schon mal dahin und sagen, wir pflanzen 5,5 Pflanzen auf Meter. Wenn man jetzt hier guckt, wir pflanzen eigentlich ganz normal Zweierreihen. Was für eine Maschine nutzen Sie? Das ist eine 6-reihige Pflanzmaschine. Wie wir hier vorne sehen, ist einer von unseren Mitarbeitern damit beschäftigt, eventuelle Lücken nachzupflanzen. Weil die Leute auf der Maschine, letztendlich noch Menschen, die auch mal, ich sag jetzt mal, irgendwo juckt es, die müssen sich kratzen oder sonst was, dass da jetzt mal 1, 2 Pflanzen nicht gesetzt werden. Dafür ist dann unser Director, der jetzt hinterherläuft und eventuelle Lücken dann nochmal ausfüllt. Und wie genau funktioniert diese Maschine? Wie man hier sieht, wird vorne eine Mulde ausgeschoben sozusagen. Das Rad dreht sich. Wenn das Rad unten an der richtigen Position angekommen ist, löst sich es wieder und die Pflanze wird in den Boden gesetzt. Und wenn man dann jetzt hier am besten von hinten einmal guckt, kann man genau sehen, wo die Pflanze abgelegt wird oder abgesetzt wird. Hier an der Seite sehen wir, wie die Walzen oder Räder, Metallräder, die Pflanzen leicht andrücken. Hinten wird wieder Erde rangeschoben. Und die Walzen dienen der Rückverfestigung, sodass wir im Prinzip auch nachher etwas rückverfestigten Boden haben, um dann sagen zu können, die Befahrbarkeit und alles ist wieder etwas gegeben. Die Pflanzen bilden Ausläufer. Und diese Ausläufer werden dann im Herbst ausgerodet, werden geputzt und werden dann in diesen Bünden abgepackt, sodass wir dann, so wie jetzt hier zu sehen, die direkt wieder pflanzen können. Diese Pflanzen waren bis zum 5. Mai waren die noch im Kühlhaus, eingefroren bei -1,5 Grad circa, werden rausgeholt, aufgetaut und jetzt setzen wir die aus. Im Prinzip wird im Kühlhaus den Pflanzen die Winterruhe vorgegaukelt.